An einer stark frequentierten Durchgangsstraße wohnte ein älterer Mann. Er hörte schlecht und deswegen hörte er kein Radio. Und seine Augen schmerzten oft und darum las er keine Zeitung. Aber er verkaufte sehr erfolgreich seine heißen Würstchen an dieser Durchgangsstraße. Er brachte Tafeln an der Straße an, die auf seine Würstchen aufmerksam machten. Und er pries auch selbst lautstark seine Würstchen an. Sein Umsatz wuchs. Seine Bestellungen beim Bäcker und beim Metzger wurden immer größer. Schließlich kaufte er sogar einen größeren Ofen, um all seine Kunden bedienen zu können. Und dann bat er sogar seinen Sohn, von der Universität zu kommen, um ihm beim Würstchenverkaufen zu helfen. Der Sohn kam. Aber es dauerte gar nicht so lange, da sagte der Sohn zum Vater: Vater, hörst du denn kein Radio? Liest du denn keine Zeitung? Wir leben mitten in einer Krise. In Europa ist die Lage schrecklich. Der Vater sagte sich: Mein Sohn hat studiert, er muss es ja wissen. Er bestellte weniger beim Bäcker und beim Metzger. Er brachte keine Tafeln mehr an der Straße an, die auf seine Würstchen aufmerksam machten. Und er pries auch nicht mehr selbst lautstark seine Würstchen an. Und fast über Nacht ging der Umsatz zurück. Alsbald wandte sich der Vater an den Sohn und sagte: Du hattest recht, mein Sohn. Wir leben mitten in einer Krise.